ja, jetzt bin ich wieder am Zimmer. Ich stehe hier in meinem Badezimmer am offenen Fenster mit Blick aufs Meer. Das ist einfach so, so, so schöne Location hier. Und ich habe ein wirklich super Zimmer. Ich liebe mein Zimmer. Es ist kuschelig, klein. Mein Bett ist toll, gemütlich. Ich habe so gut geschlafen wie ein Baby, sage ich euch. Ich fühle mich so wohl hier einfach. Ich habe gestern, wie ich nach Hause gekommen bin, mich abgeschminkt, mich bettfertig gemacht, bin dann ins Bett gegangen und ich bin eingeschlafen wie ein Baby. Also wirklich. Wäre sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich werde euch natürlich so ein bisschen durch das Wochenende mitnehmen. Heute ist ja der erste richtige Tag sozusagen vom Chome-Event und ich freue mich schon sehr darauf. Wir haben jetzt gleich um 11.30 Uhr eine Besprechung. Kurz auf die Uhr geschaut, es ist jetzt 10.30 Uhr. In einer halben Stunde treffe ich mich mit Sarah und Marina. Also für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so intensiv mitbekommen haben, wer war, wo, was ist. Kurz erklären, weil ich glaube, ich habe es immer mehr so ein bisschen auf Instagram erzählt und auf YouTube nicht so wirklich. Also ich habe ja ein neues Business gestartet im Bereich Network Marketing mit Chome. Das habe ich schon im März gestartet. Ich habe mittlerweile schon gute Erfolge feiern können. Ich habe ein sehr, sehr gutes Team mittlerweile schon mit knapp 200 Menschen und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Business. Die Marina ist mein Sponsor. Das heißt, ich bin bei Marina eingestiegen. Sie hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, mir das mal anzuhören und ich habe das sofort gefühlt, dass das etwas ist, was sehr gut zu mir passt und bin dann sofort eingestiegen. Und die Sarah, die ist bei mir eingestiegen. Sie ist eine Influencer-Freundin, Kollegin von mir. Ich kenne sie schon mehrere Jahre durch Instagram. Wir kennen uns aber auch persönlich, haben uns ja öfters mal ausgetauscht und sie ist halt ja, letzten Monat eingestiegen und sie ist auch sehr erfolgreich. Und ich freue mich sehr, dass sie mit mir nach Italien gekommen ist. Das ist so cool einfach. Ihr müsst euch vorstellen, es sind eigentlich Fremde. Wir sind eigentlich Fremde gewesen, aber wir sind jetzt Freundinnen. Auch mich und die Marina verbinden einfach, ja, schöne Erinnerungen, schöne Momente zusammen. Das schweißt einfach super schön zusammen. Ja, es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Business. Und wir werden dieses Wochenende hier in Italien, wie soll ich sagen, also geehrt unter anderem für die Titel, für das, was wir schon im Business erreicht haben. Unter anderem erfahren wir auch Produktneuheiten und vieles, vieles anderes. Und dafür machen wir uns schick. Heute ist der erste Tag, da gibt es Outfit Business Casual. Dafür war ich auch schön shoppen, das habt ihr auch mitbekommen. Ich zeige euch natürlich heute mein Outfit und das Outfit für morgen steht auch schon. Ich habe mir gestern übrigens Schuhe gekauft, das habe ich euch gezeigt, aber ich habe euch die Schuhe nicht gezeigt. Zeige ich euch mal. Die sind so schön. Also, ich habe ja diese Schuhe für mein Kleid gefunden, habe ich bestellt, denn es gab leider nichts im Geschäft. Ich habe überall geguckt. Sind sehr, sehr schön, aber ich muss ehrlich sagen, gestern, als ich spazieren war mit den Mädels, habe ich diese Schuhe gesehen und ich habe mich verliebt einfach. Bitte gebt euch das, wie schön sind die. Die funkeln so schön und das Material ist dasselbe wie meine Tasche. Deswegen habe ich die gekauft von Primadonna. Das sind die Schuhe für heute, also entweder diese oder diese. Ich habe beide mitgenommen, dass ich mich dann kurzfristig entscheiden kann. Aber ihr werdet mein Outfit natürlich sehen. Übrigens, das ist einfach das coolste Badezimmer ever, weil erstens nicht nur, dass ich den Blick hier ans Meer habe, sondern ich habe hier so coole Spiegel. Seht ihr das? Ich kann mich hier sehen, wenn ich meine Haare glätte. Ich war so geflasht. Also hier habe ich einen Spiegel, hinter mir einen Spiegel. Kann meine Haare stylen. Ich habe hier ein süßes kleines Waschbecken. Kann mich hier fertig machen, mich schminken. Ihr seht ja auch meine ganzen Produkte vom gestrigen Abschmink-Session. Und super Ausblick. Ignorieren wir mal diese Häuser, wobei es auch schön zum Anschauen ist, aber ich habe halt hier Meerblick und das ist so, so cool. Wir sind jetzt bei der Location. Ich zeige euch mal, wie viele Ladies und Gentlemen da sind. Hi Mädels. Und wir warten darauf, rein zu dürfen. Also es ist nur ein kleiner Bruchteil da. Wir sind noch normal angezogen, aber da unten sind auch sehr schicke Damen. Weil morgen ist ja das, wo man sich ganz schick, beziehungsweise am Abend dann. Non sorgente, allora. Ich bin jetzt wieder im Zimmer. Wir haben dort Check-in gemacht, ich zeige euch. Wir haben so eine Tüte bekommen. Das ist sowas wie ein Goodie-Bag. Da sind so Sachen drin. Die stelle ich mal kurz ab. Ich habe auf jeden Fall ein Headset bekommen, weil es wird dort mehrsprachig gesprochen werden. Ich habe ein Wasser. Das werde ich mir, glaube ich, zum Schluck an und für später noch aufbewahren. Ich glaube nicht, dass ich es heute noch schaffe, irgendwo was zum Kaufen. Ja, was haben wir da noch? So ein paar Chome-Bänder. Ich habe hier noch mein Lieder-Umhänge-Dings da. Einen Notizblock und einen Stift. Ich frage mich gerade, ob ich das irgendwie wieder mitnehmen soll oder eher nicht. Ich muss dann die anderen fragen. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt fertig machen. Tada, wir sind ready. Die sieht ja mein ganzes Outfit nicht. Marina, bitte. Meine neuen Schuhe.
das ist ein bisschen zu lang. So wäre es. Very nice. Gefällt mir. Aujourd'hui, on peut en parler facilement, mais quand on le vit au quotidien avec sa famille. Wir haben jetzt die kleine Pause. Ich bin jetzt auf Toilette. Das sind hier so schöne Toiletten. Schaut euch mal das an, wie schön das Licht hier ist. Ich habe mir was zu trinken geholt, also einen Kaffee und eine Cola. Ich habe mir auf jeden Fall das Edition Europe Event 2022 Parfum gekauft. Und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Super schönes Packaging. Ich muss dann wieder rein. Bald geht es wieder los. Also 20 Minuten Pause ist jetzt nur, damit sich die Leute einen kleinen Snack holen, was zu trinken. Und danach geht es weiter. Ich freue mich auf jeden Fall. So, meine lieben, Event für heute vorbei. Ich warte jetzt noch auf Sarah, die noch mit ihren Jungs telefoniert. Und wir gehen dann was essen. Danach haben wir Disco Night. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag gewesen. Sehr, sehr viele Eindrücke. Ready? Yes. Sarah ist hungrig, deswegen, bevor sie mir den Kopf abbeißt, gehen wir. Wir sind jetzt Pizza essen, hier ist die Sarah und wir haben uns zu zwei anderen Chogan Ladies gesetzt aus Deutschland. Wir essen jetzt mal. Es regnet. Ich habe jetzt noch meinen Outfitwechsel gemacht. Also ich habe auf jeden Fall meine Sneaker an, weil diese Schuhe mich umgebracht haben. Aber ich habe dafür ein Kleid an, ein Leo-Kleid und ein Hoodie. Die Düse jetzt nochmal zurück. Die Sarah bleibt da, weil die hat ein bisschen Kopfschmerzen. Lange kann ich nicht bleiben, denn morgen geht es dann schon wieder um. Wir haben 7 Uhr, müssen wir mal frühstücken, denn um 9.30 Uhr müssen wir dort sein. Übrigens, mit Papa habe ich gerade Face getimed mit den Kleinen. Die tun gerade noch malen. Philipp hat langes Mittagsschläfchen heute gemacht, aber morgen ist ihr Wochenende. Können die halt ausschlafen. Ich vermisse sie natürlich, meine Kinder und meinen Mann. Aber jetzt geht's Party Location. Jetzt wird nochmal genossen hier. So, mein Handy. Auch noch eine schöne Story machen. So laufe ich jetzt rum. Ich habe mich jetzt umgezogen, Sneaker an, weil meine Schuhe mich umgebracht haben. Und meine Kamera immer dabei, weil ich blogge ja. Und jetzt geht es nochmal zurück, weil es ist Disco. Aber Hoodie und Kleidchen habe ich an. Umgezogen. Let's go. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin mir aktuell gar nicht mehr sicher, ob ich noch gestern Tschüss gesagt habe. Ich glaube aber nicht. Denn, ich war recht müde. Ich bin ja noch weggegangen. Also ich bin ja noch aus dem Zimmer gegangen, aus dem Hotel. Und habe mich mit Marina und so getroffen. Ich war so lustig in der kleinen Pyjamas. Nachdem sie nämlich, sie hatten so ein Dinner. Ich war ja mit Sarah was essen. Bin dann nochmal nachgegangen für die Disco-Nacht. Aber da konnte ich nicht... gar nicht vloggen, logischerweise, weil da halt ständig Musik war und ihr wisst, ne? Habe ich ein bisschen, ich wollte glaube ich trotzdem ein bisschen filmen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, habe ich da gevloggt? Ach, alles vergessen. Und das, obwohl ich lieber Alkohol trinke, ne? Trotzdem, es ist einfach so aufregend irgendwie. Ja, irgendwie so anders als sonst, ne? Wo man jetzt nicht am Wochenende einfach so mal in Italien ist. Ja, trotzdem versuche ich auch immer wieder mal an die Kamera zu denken, auch mal wieder was für Instagram abzufilmen. Ah, auf Instagram habe ich Story gemacht, also vielleicht habt ihr das eh schon gesehen. Für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, ich habe mal immer nicht meinen Account und ich wurde ja gesperrt, weil ich angeblich mich als jemand anderes ausgebe, was ja natürlich Bullshit ist, weil ich bin ja schon Diana Diamanta seit vielen Jahren und so ist das. Was wollte ich sagen? Wie ihr seht, ist es jetzt schon nächster Tag. Heute ist Sonntag und heute müssen wir wieder hin, weil heute werden wir geehrt für unsere Titel sozusagen, die wir mit Joggen erreicht haben. Und ja, ich schmink mich gerade und danach gehen wir frühstücken. Wir sind ready gemacht. Also ich habe jetzt mein Jäckchen noch an und ich schaue so aus wie so ein Tourist-Joggen-Ding. Aber vielleicht kann die Sarah mal kurz, warte kurz. Ich drehe nur die Kamera um. Also, zeige ich mal die Mädels. Das ist die Sarah. Marina ist hinten am Outfit-Checken, oder? Hey. Lady. Outfit-Check! Ja, that's my outfit of the day. Ich hätte es gleich ein bisschen steamen müssen, aber. Oder? Sieht falsch auf. Ja. Wenn ich dann eh sitze, dann ist es eh wurscht, oder? Passt gut. Jetzt warten wir aufs Taxi und danach fahren wir zum Event. Was hast du gesagt? Achso? Wo seid ihr? Ich so, unten. Du? Sie so, was? Ihr seid schon mal so, ja, 39. Vergiss, ich schaff's nicht. Scheiße. Dann, Onyx-Ehrung. Selber.
Bin da. Wir sind auf jeden Fall eine sehr lustige Truppe. Wir haben auch hier im Hotel einige der Mädels. Und ja, einige haben es nicht so rechtzeitig ins Bett geschafft. Ja, wir waren aber auch um zwei. Ich bin, glaube ich, erst um zwei gelegen. Wir waren duschen und so. Ja, Haare waschen. Meinst du nicht, dass sie das gemacht hat? Wir waren nicht... Ja. Na gut, meine, bis später. Ich nehme euch ein bisschen mit, mal gucken, wie es geht. Im Zimmer, ich habe mich wieder umgezogen. Ich sage es, es war so ein schöner Tag, sehr emotional. Ich habe auch ein bisschen geweint. Ich habe jetzt nicht so viel mitgevloggt. Ich wollte vieles so pure erleben. Ich habe natürlich auch ein bisschen Story mitgemacht. Vielleicht werde ich von diesen Szenen ein paar welche verwenden, um euch auch ein bisschen einen Einblick zu gewähren, was ja so abgeht bei solchen Events. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich bin so dankbar, dass ich mit zwei meinen Teampartnern hier sein durfte. Die Melanie, die saß weiter hinten mit ihrem Mann. Die Sarah war auch da oder ist noch immer da natürlich und ich mache mich sehr, sehr stolz, da ich selber noch nicht vor langer Zeit gestartet habe. Viele von meinem Team sind natürlich mit dabei in meinem Herzen zu Hause und nächstes Jahr ist das Jahr Ganze in Paris und da werden wir mit ganz vielen da sein, das weiß ich, ich spüre das. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja, mit Menschen zu tun zu haben, mit denen sich auszutauschen, die dieselbe Vision haben. Es ist wirklich sehr magisch und das hat auf jeden Fall vieles auch nochmal in mir bewegt. Ich bin ja schon so eine, die viel macht und viel Gas gegeben hat noch, wirklich was erreicht hat, auch in so kurzer Zeit. Und deswegen möchte ich noch mehr geben für mein Team. Deswegen, ja, mein Applaus heute von mir. Meine YouTube-Community, wo die meisten vielleicht nicht immer wissen, was macht sie da. Falls ihr wissen wollt, was ich da mache, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse business@janadiamanta.at oder schreibt mir auf Instagram, gibt es etwaige, oder schaut auf Diana Diamanta Shop, also auf unserem Shop auf der Webseite, aber da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, ihr Lieben. Ja, ich werde jetzt was essen gehen mit den Mädels, euch lasse ich zu Hause. Ich werde jetzt noch den restlichen Italien-Urlaub mir gönnen, nichts zu vloggen, nicht mehr an die Kamera zu denken. Ich gehe jetzt was Abendessen. Morgen verbringen wir noch den Tag schon miteinander und dann liegen wir morgen Abend dann zurück. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in Österreich wieder, wenn ich meine Familie wieder habe. Ich nehme euch dann beim nächsten Vlog mit. Ganz versprochen. Tschüss!